Willkommen zurück bei City Skylines. Ja, wir haben ja dann in der letzten Folge so eine kleine Umgehungsstraße gebaut. Die Einwohnerzahl sinkt gleich wahrscheinlich unter 190.000. Gefällt mir eigentlich nicht, dass es hier so einen Knick macht. Moment. Vielleicht. Ja, so ist ein bisschen besser. Könnte man nicht irgendwie die Richtung ändern? So, aber ein Großteil will immer noch woanders hin. Aber wohin? Die können jetzt darüber fahren, wie sie lustig sind. Dass ich das hier verkehrt rumgebaut habe. Es würde wahrscheinlich im Endeffekt keinen Unterschied machen. Irgendwo würde sich so oder so stauen. Das Dumme ist natürlich. Ach, ist das doof. Kann ich die Abfahrt hiermit irgendwie verbinden? Das geht bestimmt nicht. Scheiße. Wenn die nämlich hier rauffahren, dann müssen die einmal ringsrum, um hier hinten erst wieder runter zu können. Das ist natürlich extra doof. Puh. Würde das helfen? Ich glaube nicht, ne? Das macht wahrscheinlich noch mehr Verwirrung. Ich überlege, ob ich das hier allgemein alles noch mal anders baue. Dass ich vielleicht den Kringel hier erstmal wegnehme und allgemein die Autobahn. Das hier dürfte ja auch eine Autobahn sein, oder? Sieht so aus. Hier oben die miteinander mit den hier unten verbinde. Und dann vielleicht noch mal andere Auf- und Abfahrten baue. Oha. Ich will aber erstmal was gucken, denn Einwohnerzahl sinkt, 189.000. Aber hier hinten kommen jetzt langsam Gebäude, genau, denn hier unten die Nachfrage nach Wohngebieten kommt langsam. Und da es da losgeht, können wir auch schon mal hier unten im ganz neuen Wohngebiet ein bisschen was klar machen. Hier haben wir noch gar kein Wohngebäude, aber da fangen wir jetzt einfach mal mit an. So, so, so. Jawohl. Da kommen schon die ersten. Ah, sehr schön, noch mehr. Naja, es geht doch. Ich denke mal, dass es dann hoffentlich langsam wieder bergauf geht mit der Einwohnerzahl. Das geht jetzt schon eine ganze Weile, ist die rückläufig. So, hier am Friedhof ein paar billigere Wohnungen vielleicht. Oder teurer. Man hat es ja immerhin später dann nicht mehr so weit. Ach komm, dann machen wir hier unten gleich noch alles klar. Nehme ich mal das Tool. Muss ich nicht so viel klicken. Ich glaube, ich habe hier hinten keinen Winterräumdienst. So wie die Straßen hier aussehen. Schneedeponie. Ja doch, da oben. Können wir noch zwei hinbauen. Ja, theoretisch kommen die auch hier unten lang. Okay, neue Wohngebäude kommen. 188.700. Merken wir uns mal. Oh, scheiße.
glaube echt, das hier ändern wir jetzt mal. Ich müsste aber so lange Pause machen. Das geht ja hier gar nicht klar, das ist scheiße. Ich mache jetzt hier Pause. Jetzt kommt erstmal alles weg. So, die ganzen Auf- und Abfahrten alle weg. Wie sie in der Luft stehen, ne? So. Können wir auch die Teile mit Lärmschutzband eigentlich nehmen, ne? Na doch. Nee, Moment. Na komm. Da. Ja. Gefälle zu steil. Echt? Ah ja, stimmt. Huch. Sieht schon ein bisschen bescheuert aus. Ich will nicht, dass die hinten so tief ist. Nein, ist mir das hier zu tief. Das muss schon ein bisschen gleich sein. So. So. Ich hab's gleich. So, genau. Ungefähr so. Erstmal eine Verbindung hier rüber. Hallo? Darf ich nicht? Oh. Halt auch von da hinten. So, da hätten wir das. Boah, dass das alles so gewellt sein muss, das sieht immer ein bisschen doof aus. Aber das liegt daran, dass ich die, oder weil ich die, Moment. Oder doch. Scheiße, jetzt kriege ich es nicht mehr.
Ah, komm schon. Naja, gut. Wir müssen ja später nicht mal hinschauen. So. Ich lasse jetzt erstmal so irgendwie weiterlaufen. Erstmal ein paar andere Verbindungen. Einmal dahin. Müsste jetzt nämlich noch. Wie machen wir es denn am dümmsten? Oder ich mache das mal anders. Ich mache das mal so. Ist die Bahn im Weg? Nee, geht. So. Können die von da oben kommen, hier unten und dann hier runterfahren? So, die hier brauchen noch einen anderen Zugang. Das ist jetzt schwierig, da ist nämlich nicht so viel Platz. Mal schauen, ob ich das. So wollte ich eigentlich nicht bauen. Wenn es nicht anders geht. So. Das noch. Dann müssten sie eigentlich noch von hier, hier rüber. Staut sich hier, weil es sich da hinten staut. Na, da komme ich nicht vorbei. Will vielleicht jemand von denen ins Wohngebiet? Oder direkt hier runter? Komme ich da vorbei? Ja. So. Können wir da vielleicht schon mal ein kleines bisschen Abhilfe schaffen? 187.000 Einwohner, aber es wird immer noch weniger. Wir haben den Fluss so hingekriegt, dass die jetzt besser da hinten hinfahren können, aber dann staut sich es halt hier hinten wieder. Weil sie alle irgendwie, die hier hinten am Arsch der Welt wohnen, natürlich hier am anderen Arsch der Welt arbeiten wollen, müssen, sollen, wie auch immer. Mist. Vielleicht fehlen hier unten jetzt einfach bloß Einwohner, dass sich das so ein bisschen reguliert, dass halt von hier unten die Leute eher hier arbeiten und die anderen nicht einmal quer durch die Stadt kurven müssen. Oder habe ich denn hier schon U-Bahn? Nee. Dass wir da einfach mal eine U-Bahn-Linie hinbauen müssen. Vielleicht von hier oben und hier drüben. Können wir mal machen. Das können wir einfach mal machen. Bauen wir jetzt erstmal eine. Die wird jetzt nicht so pompös, aber
soll erstmal vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen. So. Oh, scheiße, hier vorne ist unterirdischer Zug. Na gut, da komme ich da vorbei? Ja. Komme ich vorbei. Nein. Oh oh. Irgendwo. Da. Ich muss erstmal irgendwie darüber kommen, damit ich die irgendwo andocken kann. So, da oben. Und vielleicht noch hier rüber. Verdammt. Ja gut, da hinten wird das klappen. Ach du meine Güte. Ja, dann bauen wir jetzt hier einfach mal so einen kleinen Kreis. So, da fangen wir mal hier an. So. Ja, wird sich gefreut. Da fahren mit Sicherheit einige mit. So, dann kommt der da raus. Verdammt, wie machen wir es jetzt? Na gut, wir können ja so fahren, hier vorbei. Flughafen. Einmal hier oben so durchs Wohngebiet. Und dann wieder zurück. Schauen wir mal, die wird bestimmt ganz gut besucht sein. Die Linie, was ist das? Linie 18? Kann das sein? Oder Linie 19? Linie 20 ist das schon, okay. 16 Haltestellen, 3 Fahrzeuge derzeit. 4 Fahrzeuge. Na gut. Schauen wir mal, ob das vielleicht ein bisschen Entschlackung bringt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Einwohnerzahl sinkt immer noch ein bisschen. 187.000. Nicht, dass dann Kriminalitätsrate ist zu hoch auf dem Frieden. Ach ne, ist ein Tennisclub. Aber warum? Soll ich nochmal ein Polizeihauptquartier hier hinbauen? So, jetzt will ich aber mal sehen, wenn hier gegenüber die Polizei herrscht und regiert. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es so weit runter geht. Ich hätte gedacht, bei 190 vielleicht stoppt das dann und dann geht es wieder bergauf. Das wird dann wieder mal an der 200.000er Grenze kratzen, aber noch nicht. Das lässt sich noch Zeit. Hier wird jetzt auch immer mal wieder zu dem ungenügend Rohstoff angezeigt. Oh, Tourismus ist um knapp 70 gestiegen. Schön. Immerhin. Etwas Positives. Oh, die ganzen Leute, die auf Arbeit wollen. Oh ja, da fahren einige mit. Linie 20. Ich denke,
Aber da können wir ruhig noch eine machen, die vielleicht nochmal zurückführt. Eine Rückführung sozusagen. So. Ah, da ist sogar noch Platz. So. Okay. Waren immer noch 9 Leute in irgendeiner Straßenbahn mit. So, es zeichnet sich jetzt langsam immer mehr öfter ein positives Bevölkerungswachstum hier unten ab. Also scheint wieder ein bisschen bergauf zu gehen. Wir bräuchten auch wieder deutlich mehr Gewerbe, aber ich wüsste jetzt nicht wohin. Also dafür fehlen uns erstmal wieder die Einwohner. Die brauchen wir erstmal. Das kann erstmal wieder steigen. Und hier vorne mit den kleinen Wohnhäusern, da ist immer noch nicht voll, ne? Ich hätte vielleicht erstmal warten sollen, bis das fertig ist, bevor ich hier hinten anfange, die großen Wohngebiete zu bauen. Aber auch da fehlt nicht so viel, bis hier erstmal alles voll ist. Wobei ich ja die Autobahn hier hinten schon mal abknüpfen könnte und schon mal hier so vorbei, hier nochmal ran irgendwie. Können wir auch machen. Aber nicht mehr heute. Denn für heute war es das schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.